Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play irgendwas auf. Hast du nicht gesehen? Nein! LS17 auf der nordfriesischen Marsch. Vierfach-Map in der Version 1.8. Ohne Graben. Da vorne fährt einer meiner Viehtransporter. Und ich stelle mal hier meinen Ballensammler hier hinter. Den brauchen wir jetzt nicht mehr. Erstmal. So viel haben wir jetzt nicht mehr zu verkaufen. Boah, 861.000. Ja, vielleicht knacken wir gleich noch die 10 Millionen. Ich glaube es nicht. So, der Mercedes hat hier auch durchdrehende Reifen. Da, wo vorhin schon der andere durchdrehende Reifen hatte. Sehr schade. Muss ich den wohl auch mal verticken und dann durch einen weiteren MAN ersetzen. Weil mit dem MAN habe ich ja keinen Stress. Ja, 9,5 Millionen Einnahmenernte. So. Wo brauchte ich denn jetzt noch Leerpaletten? Leute, wo brauchte ich Leerpaletten? Könnt ihr mir das sagen? Oh, hier, die Produktionen sind auch teilweise voll. Wo brauchte ich denn Leerpaletten? Du kannst auch mal losfahren. Der hier passt genau. Mercedes-Benz hat den Wartepunkt erreicht. Abfahrer entlassen. So, hier rum. Einmal umdrehen. Nicht besonders bescheuert anstellen. Einfach so rückwärts fahren, wie man es gelernt hat. Und schon sind die Kühe weg. Und schon geht's los, zurück. Muss ich nur hoffen, dass die beiden keinen Crash bauen, weil die beiden ja auf dem gleichen Kurs sind. Aber das sehen wir dann. Na los, habt ihr jetzt mal genug? Ja, reicht jetzt. Schon wieder die Produktion voll. Wird weich. Naja, müssen wir uns auch drum kümmern. Gehört alles dazu. Will mich nicht beschweren. Ich habe hier so viel Hackschnitzel. Es geht auf keine Kuhhaut. Das ist unfassbar. Q@100%. So, mach mal voll. Kümmern wir jetzt hier mal um die Paletten. So. Also eigentlich müssten die Felder jetzt ja auch schon erntereif sein. Im größten Teil. Paletten. Wollen wir die mal abholen hier wieder?
gucken, wo die eine liegt. Vorhin ist mir, oder in der einen Folge, die ich jetzt gerade aufgezeichnet habe letztens, da sind mir die Paletten hier wild durch die Gegend geflogen. Ganz komisch. Mal gucken, wo die schon wieder hin sind. Jetzt holen wir die letzten beiden auch noch eben. Dann haben wir hier ein bisschen länger Ruhe. Dann müssen wir hier nicht sofort wieder Alarm schlagen. So, warum läuft die Produktion da nicht? Den hier schön wieder nehmen, dass wir hier wieder die Paletten dann aufladen, wenn der Spawner voll ist. Ja, ich mache das ja gleich. Ich will das jetzt hier eben fertig machen. So, arbeitet die jetzt oder arbeitet die nicht? Ja, arbeitet. Und in was für einer Geschwindigkeit? Also dieses Fünffach ist vielleicht gar nicht so gut. Kann ich Hackschnitzel eigentlich auch verkaufen? Weiß ich gar nicht. So, einmal leer machen. Hier passen zwar nur 20 Rinder rein jedes Mal, aber besser als nix, würde ich sagen. Ne? Dann machen wir den auch leer. Und hier geht die Fleischproduktion fleißig voran. Fleißigst. So, und da sind wir. Und da fährt er. Schön. So, da hinten hin. Was brauchen wir eigentlich, um hier diese Holzkohleproduktion in Betrieb zu nehmen? Wasser, oder? Ich weiß es nicht. Holzscheite, Leerpaletten, Wasser. Da haben wir nichts von. Also Holzscheite und Leerpaletten hätte ich. Wasser müsste ich holen. Habe ich jetzt aber keine Lust zu. Wir holen lieber erstmal nochmal ein paar Hackschnitzel. Lagern die hier ein. Warum auch immer wir die hier einlagern sollen.
So viel Hackschnitzel können wir, glaube ich, in unserem Leben nicht mehr verarbeiten, wie wir hier machen. Das ist unglaublich. Das machen wir jetzt noch eben leer. Hat ja keinen Sinn, den da jetzt halb voll drunter stehen zu lassen. Nein, dann haben wir hier es gleich vernünftig. So, und leer machen. Jawohl, ja. Ja, der Mercedes hat durchdrehte Reifen. Ich glaube, es wird Zeit, den zu verkaufen und uns noch einen MAN zu kaufen. Alles gut hier soweit. Aber der hier ist nicht alles gut. Produktion steht. Das ist nicht gut. Produktion stehen ist nie gut. Etwas zu forsch. Erstmal hier so ein bisschen Platz machen, ne? Oh nein, da ist auch schon wieder voll. Zumindest ein bisschen Platz machen. Dass die Produktion hier weitergehen kann. Da auch noch weg, damit es ordentlich ist. Naja, wollte ich nicht, aber hat sich so ergeben. So, sauber. Clean. Thank you.
Das ist doch schön und wichtig, dass das hier aufgeräumt ist. So. Bretterpaletten. Ja. So, die Hackschnitzel hier, die kriege ich ja wieder nirgendwo los, ne? Muss ich ja erstmal gucken, ob ich die hier loskriege. Das weiß ich jetzt gar nicht. Leute, wie dem auch sei, vielen Dank fürs Einschalten. Heute kein Livestream, obwohl morgen frei ist. Ich habe nämlich morgen keinen frei. Ich muss arbeiten. Ich muss auch heute Abend arbeiten. Das ist eigentlich der Hauptgrund, sonst würde mich das nicht weiter stören, wenn ich morgen ganz normal ins Büro müsste. Wäre mir das egal, sage ich jetzt mal, aber da ich auch gar nicht da bin und auch vor allem nachts arbeiten muss heute, Quatsch, heute ist ja Montag, was erzähle ich denn für einen Quatsch, ist ja gar nicht Sonntag. Ich muss heute zwar auch arbeiten, aber morgen ist ja normaler Wochentag. Also heute Abend kein Livestream, definitiv nicht. Und ja, vergesst, was ich hier gerade gefaselt habe. Sorry. Ja, hinterlasst mir ein Like, einen Kommentar, Abo, wenn es euch gefallen hat. Kommt mich bei Facebook besuchen oder auf meiner Homepage Friedenjung13 und schaltet vor allem morgen wieder ein zur nächsten Folge. Doch morgen, ja, ja, ist morgen. Morgen ist Dienstag, da gibt es eine ganz normale Folge. Und in diesem Sinne sage ich ciao.